Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit Fang zum ersten Mal am Start und Lightning im Hintergrund. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, was die gute Fang alles kann. Okay, erstmal die Ausrüstung abchecken. Klingenlanze. Klingenlanze mit 145 Schaden und 90 Magie. Das ist ja mal nicht so wenig. Für Leben hat sie 750. Gehen wir hier nochmal erstmal. Obwohl, da kommen bestimmt viele von dem. Habe ich noch irgendwas mit Wasserschutz? Wasserresistenz. Krass, sie hat mehr Angriffskraft als Lightning. Damit haben Snow und Lightning ist so ein Allrounder, glaube ich. Habe ich so langsam im Gefühl. Fang macht richtig Schaden auch. Und Snow auch. Okay, was sagen die? Das Kristarium? Was kann Fang? Brecher, Verteidiger und Manipulator. Interessant. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir sie mal zum Brecher und Lightning, da wir keinen Verheerer haben, machen wir Lightning zum Verheerer ein bisschen weiter erstmal und Heiler. Dann können wir den Brecher erstmal liegen lassen. Der ist eh fast fertig. Er ist so gut wie fertig. Ja, egal. Erstmal Verheerer. Du musst ja erstmal ein paar Fertigkeiten neue kriegen. Geht ja gar nicht klar. Gut, sehr schön. Ja, das ist ja ganz toll, dass das sich jetzt so geändert hat hier alles. Aber wir sind ja flexibel. Wir können uns ja anpassen, so halbwegs. So, dann machen wir dich zum Brecher. Und Manipulator. Und Verteidiger lassen wir erstmal liegen. Nachsetzen ist immer wichtig. Schock Impact. Aufwertung von Angreifen, wenn ein Gegner in der Luft. Ja, ja, genau, das ist sehr geil. Kampfextase ist auch immer sehr schön. Achso, schon leer. Ja, gut. Alles Klärchen. Datenlog. Die Geschichte hat sich ist weitergegangen. Keine Vergebung. Kommandant Rosh, der die Operation gegen die Lissi in Palumpolum befehligt, ordnet eine Ausweitung der Maßnahmen an und hebt sämtliche Waffenbeschränkungen auf. Dann entnimmt er Tote und Verletzte unter der Bevölkerung in Kauf, da die Evakuierung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Doch er weiß, wenn sie die Lissi nicht aufhalten, wird ganz Cocoon von Panik erfasst und ins Chaos gestürzt werden. Unzählige Opfer wären die Folge. Die Lissi, die in zwei Gruppen unterwegs sind, beschließen, sich bei Hope zu Hause zu treffen. Hope brennt innerlich vor Rachegelüsten. Ohne es zu ahnen, stichelt Snow mit unbedachten Worten in Hopes Wunde. Oh ja, das hat er. Für Hope sieht es so aus, als erinnere sich Snow nicht daran, dass er Hopes Mutter in den Tod führte. Hope kann ihm nicht vergeben. Lightnings warnende Worte werden von einem Störsender unterdrückt. Hey, hey, welch ärgerlicher Zufall. Die Gesellschaft von Cocoon. Die Sicherheitsdivision Palumpolum. Der Größe Palumpolums entsprechend ist die Sicherheitsdivision Palumpolum eine der größten Abteilungen der Sicherheitsgarde. Ihre Hauptaufgabe ist die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Palumpolum. Als Kampfeinheit ist sie nur unzulänglich ausgerüstet, doch hohe Moral macht ihre Soldaten zu ernstzunehmenden Gegnern. Sie sind entschlossen, ihre Heimat vor dem Pulslissi zu verteidigen. Sehr schön. Judy, Judy, dann geht's jetzt mal hier weiter. Kämpfen wir jetzt mal mit Fang. Gespannt, was hier jetzt abgeht. Hallo. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Paradigmen zu machen. Shit. Egal, machen wir erstmal hier platt. Go, go, Fang. Die müssen ja jetzt ja mega Schaden machen zusammen. Denke ich mir zumindest mal. Aber die halten nicht viel aus. Scheiße, ich muss unbedingt die Paradigmen machen. Was hat er denn da jetzt drauf gemacht? Das sieht aus wie plus Wasserschaden. Sieht sehr danach aus. Wer hat sich denn da jetzt verbessert? Verteidiger und Heiler. Ja, machen wir das doch mal. Fang kriegt nämlich gerade auf den Sack. Okay. Manipulator und Heiler haben wir auch noch. Ja, das muss ich gleich unbedingt ändern. Hier ist ja noch ein einfacher Kampf jetzt. Das kriegen wir ja noch gut hin. Komm,
Boom. Und Fang und Lightning. Oh, das ist schon ein toughes Duo, die freien Frauenpower hier. Buff. Ja. Na, nur 4 Sterne, nicht so viel. Wir müssen uns da noch ein bisschen dran kämpfen. Aber jetzt machen wir erstmal die Paradigmen schnell. Brecher, Verheerer, klar. Verteidiger und Brecher. Okay, Verteidiger, Heiler. Manipulator und Heiler. Manipulator und Brecher. Und Manipulator und Verheerer. So vielleicht. Damit können wir, mit der Störattacke können wir uns auf jeden Fall verbessern in der Schockserie. Heiler, Verteidiger ist ganz gut. Verteidiger, Brecher, weiß nicht, ob das so wichtig ist. Manipulator, ja. Ja. Ja, ja. Ja, lassen wir das mal so. So, jetzt haben wir die Jagia-Drohne, die haben wir ja schon in der Snow-Folge angegriffen. Ach, das sind nur die 2. Ja, dann Manipulator und Brecher erstmal. Dann gehen wir dem erstmal so auf den Sack. So, was ist das jetzt? Gemach? Ach, die kann nur Gemach? Kann die noch nix? Okay, wir müssen noch ein bisschen besser machen, sie. Ich dachte, die könnte jetzt ja auch schon mehr Schaden oder sowas machen, aber jetzt greift sie nur langsamer an, die Drohne. Ja, ist auch in Ordnung. Wenn sie uns weniger Schaden macht. Alles super. Haben wir eigentlich schon alles herausgefunden, was sie kann? Effektiv sind Aktionsverzögerungen durch Bemach. Jo, das haben wir ja drauf. Das ist gut. Blitzelementare Angriffe. Aha, aha, aha. Gut, dass wir uns gegen Wasser geschützt haben. Aber kann man ja auch nicht riechen. So, wenn ich jetzt Verheerer und Manipulator... Ne, das hilft nicht. Das bringt gar nichts. Wir bräuchten echt... Macht jetzt auch nicht so viel aus, irgendwie. Kann ich genauso gut auf Verbrecher und Verheerer draufballern. Kriegt die wenigstens noch ein bisschen Schaden. Der kriegt eh mega Schaden. Die Jagia-Drohne. Oh oh. Mal schnell unterbrechen, bevor jetzt wir Schaden bekommen. Durch den fetten Elektroschock. Sehr schön. 77 Erfahrung durch eine Drohne. Boah. Und weiter geht's. Boah, der Kampf geht direkt hier weiter. Ist wieder sehr kampflastig hier. Nice. So, erstmal die Kleinen kaputt machen. Ah, Rundumschlag kann Fang also auch schon mal. Das ist gut. Na, hier haben sie doch Aquaratec, genau. Wups. Wumm. Und den nächsten. Oh, ich glaube, die machen zusammen richtig viel Schaden. Jetzt noch Hope dabei, und dann bumsen wir quasi alles weg. Ist ja geil. Sup, sup, sup. Gib ihn hart. Nein. Nicht schön. Aua. Jawohl. Ich heil mal lieber einmal. Ganz fix. Bevor wir jetzt weiter auf Schnauze bekommen. Heil dich. Sehr brave Lightning. So. Hydro-Schlag drauf. Dann ist es auch schon wieder vorbei. So, wie sieht's aus? 5 Sterne. Jawohl. Läuft. Ich muss mal kurz Pause machen. So, und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Bin ich ja mal gespannt. Da ist wieder ein Ausrufezeichen. Das heißt, wir hören wieder Story. Start. I've got a few screws loose, but I'm a lessee, same as you. Hmm? Difference being,
I wasn't born on Cocoon. I'm from Grand Pulse. The world below you all hate so much. My partner and I turned a crystal there and gone to sleep. But when we came around, here we were. The reason Cocoon's in such an uproar is the same reason you're here now. Vanil and I woke up. Vanils und mein Erwachen? Habe ich da gerade richtig verstanden? What the fuck? Was würde bedeuten? Sanctum follows Falci orders. It's not just after Lassie. They'll target civilians and purge everyone who's a threat. More innocents get killed. You can't take the blame for that. Someone has to. We can still save them. We let loose and bring Yami to us. Draw their fire? I'm supposed to protect you. I can't let this happen. It's a tough call, that's for sure. Only one choice, I guess. I try to save everyone. So, Hope, are you with me on this? You just need to look out for yourself. Hope wird immer saurer. Sehr schön. Wen spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt machen wieder Männerpower? Okay, jetzt ist es wieder Männerpower. Gerade über Frauenpower, jetzt ist wieder Männer am Start. Okay. Wir sind auf der Westkolonnade. Gut, gut. Die Geschichte geht aber voran. Kapitel 7, die Lassie aus Grand Pulse. Den Ort, den die Bürger Cocoons als Unterwelt bezeichnen und den sie als Hölle fürchten, wird von Fang Grand Pulse genannt. Unterwegs zu Hopes Zuhause fragt Lightning Fang nach ihrer Vergangenheit. Fang erzählt, dass sie nicht aus Cocoon stammt, sondern auf Grand Pulse geboren wurde. Dort wurde sie zu Lassie, erfüllte ihre Bestimmung und erstarrte zu Kristall. Als sie aus ihrer Kristallstarre erwachte, befand sie sich in Cocoon. Wie sie dorthin gekommen war, weiß sie nicht. Außerdem erzählt Fang, dass auch Vanille eine Lassie aus Pulse ist. Aha. Zur selben Zeit beobachteten Snow und Hope, wie einige Bürger der Stadt von dem Militär evakuiert werden. Snow fürchtet, dass sie zu Opfern der Purgation werden und plant, sie zu befreien. Snow ist zuversichtlich und guter Dinge, was Hope nach wie vor irritiert. Wie kann ein Lassie, für den es keine Zukunft gibt, nur so fröhlich sein? Hope hat dafür kein Verständnis und wartet auf den Moment zur Rache. Da braut sich wieder was Feines zusammen. Die Paradigmen haben wir noch. Jawohl, alles klar. Go, go, würde ich sagen. Kämpfen wir mal wieder. Jetzt kann man sich oder ja, wer ist jetzt besser, die Männergruppe oder die Frauengruppe? Ja. Ich weiß nicht, eine Mischung wäre, glaube ich, das Beste. Die hauen auch zusammen richtig viel Schaden hier, die beiden. Das muss man ja sagen. Ja, gute Frage. Gute Frage, gute Frage. So, da hat er gerade daneben geschlagen. Ich hab gerade richtig gesehen. Das ist ja frech. Zack. Weg mit dem. Und der letzte Gardist. Dann haben wir irgendwann, dann müssen auch die Schutzgarde dann mal ausgerottet sein, oder aus Palung Polung. Wir hören ja gar nicht auf hier. Jawohl. Zack. Echt eine komische Waffe, die der Hope hat. Der benutzt die, der wirft ja auch gar nicht. Lol. Okay, ist hier was? Zufällig? Nein. Lol. Ist hier noch irgendwas? Wir voll im Geheimgehweg und hier ist nichts. Was labert der denn da im Hintergrund?
Okay. Die mögen uns wohl nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit gerade geredet, während der Typ da gelabert hat. Hm, sorry. So. Gib ihm. Oh, und das auch noch mit Präventivschlag jetzt. Eieiei, die Armen. Die können ja dann nicht allzu viel ausrichten. Moment, es gibt jetzt Gardistenvollzug und Gardistensicherheit. Wer ist denn jetzt von denen besser? Aha. Aha, 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 aha. Keine Ahnung. Und warum hat jetzt gerade genialerweise Snow zwei Attacken geblockt? Finde ich auch gut. Weiß nur nicht warum. So. Oh oh. Befreien! Die armen Damen und Herren und so. Immer schön in den Rücken fallen und kaputt machen. So, haben wir jetzt mehrere? Kadist Sicherheit. Ne, alles Sicherheitslager gerade. Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Los. Boah. Der Schaden ist echt krass. Dass der mit seinen puren Fäusten die so viel Schaden zufügt. Wuff. Ja, das könnte doch ein Gegner mal für einen Klitschko werden, oder? Einer der Klitschkos kämpft ja jetzt nicht mehr wegen der Scheiße in Ukraine, aber der andere könnte ja vielleicht was reißen. So, irgendwie ist hier noch was. Wie komme ich da lang? Es hört sich so an, als ob hier oben was wäre. Ich höre das doch. Wie komme ich da jetzt hoch? Ist irgendwo noch... Als ob es hier noch einen Weg geben würde. Hm. Hier hochklettern? Hier vielleicht? Aha! Hier ist nix, aber hier, das habe ich doch gehört, hier die Truhe irgendwo. Hallo? Alles klar. Gut, wieso gewinnt er denn, weil der Soldat nicht da ist? So, was haben wir da Schönes versteckt? Ui, wow. Toll, irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Runter. Ich glaube, wir sind nicht allzu beliebt, aber irgendwie rennen die aber auch jetzt nicht vor uns weg. Ist ein bisschen seltsam. Jetzt weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt hier beliebt sind oder nicht. Mist! Da wollte ich mich hinten anschleichen. Hat nicht geklappt. So. Dann greifen wir jetzt mal schön wieder weiter an. Jetzt haben wir wieder die Vollzugler. Bevor die kaputt gehen, gucken wir jetzt erstmal, was der hier anders kann als die Sicherheit-Typen. Aha! Sicherheit stärkt das Element Wasser und Vollzug macht mehr macht den Schaden. Okay. Also erstmal die Vollzug. Den bösen Vollzug angreifen. Gut zu wissen. Jetzt habe ich es gecheckt. So. Das heißt, die greifen gar nicht mit Wasserattacken an. Jetzt können wir ja überlegen, auch erstmal die Buffer kaputt zu machen, weil die machen ja sowieso Schaden. Und da wir ja geschützt sind mit diesem Wasserring, können wir erstmal den Vollzugler vielleicht links liegen lassen. Ja, letztendlich ist es wahrscheinlich eh auch scheißegal, wie wir genau zu kämpfen haben. So, und weiter geht's. Ein Abwehramulett? Protes in Notlage und weniger physischer Schaden. Ja. Massiver TP-Verlust führt einmalig Protes aus. Ist auch nicht schlecht.
Aber lassen wir erstmal. Speichern wir mal. Schwupp. So. Und weiter geht's. Gib ihm. Jetzt greifen wir. Ja, wen greifen wir jetzt an? Erstmal die Sicherheit. Jetzt hat er wahrscheinlich schon Hope woanders angegriffen, ne? Egal. So. Erstmal die Sicherheitsleute kaputt machen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Es ist, glaube ich, so egal. So. Nein. Ach toll, erstmal ihn hier angreifen. Guck mal, wenn der geschlagen wird, stoppt das sogar die Angriffe von ihm. Von dem Gardisten. Cool. So viel Schläge, so viel Schaden macht er. Dass er die echt unterbricht, beziehungsweise stoppt halt in ihren Handlungen. Cool. Jawohl. Au. Also hier kann man, glaube ich, echt sehr gut trainieren im Palumpolum. Um erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Das macht, glaube ich, eine Menge aus. So. Und erstmal wieder auf die Sicherheit gehen. Habe ich mich jetzt mal so zu entschieden. Weil dann kann der die jetzt nicht mehr... Jetzt bufft er die trotzdem noch, der Schwein. Der Schwein. Und toll, jetzt haben wir natürlich... Ah, gut. Scheiß drauf, dann halt den nicht gebufften als erstes kaputt machen. Wenn er schon jetzt attackiert wurde, machen wir ihn jetzt kaputt. Aber die halten ja echt zum Glück nicht viel aus. Dafür, dass das ja so tolle Truppen sind. Ah ne, die Garde war ja egal. Die Schutzgarde sind das hier wahrscheinlich, ne? Gardist, Schutzgarde? Ja, wahrscheinlich. So. Okay. Weiter. Was haben wir hier Schönes? Steht hier so eine Flaniermeile zu sein, wo wir sind, ne? Mit fetten Militärwagen. Die ja alles blockieren. Was sagen die? Sagen die was? Ja, hallo, wir sind die. Psst, geil. Wir sind leicht Opfer, wenn die das hier angreifen. Ja, stehen nur auf der anderen Seite des Zaunes. Not good. Is there a problem? Now why don't you just calm down? What's going on? I've got you. I am a Pulse Lassie. I'm here to kill you all. What are you doing? Clearing the air. They'll open fire on the crowd. Doesn't matter who dies. Just wipe them all out. Okay, dann kämpfen wir mal gegen die Fliege. Fliegen. Die bin ich mal gespannt, was die jetzt drauf haben. Die sehen auf jeden Fall heftig aus. Das Psychom hat jetzt quasi seine Macht rausgeholt. Schauen, wie mächtig sie wirklich sind. So. Mehrfachraketen. Alter. Im Ernst? Das war schmerzhaft schon mal. Nein, heil doch erstmal Hope. Krass, schon richtig Schaden. Was machen wir denn jetzt? Erstmal den Angegriffenen töten. Krass!
Ja, und so viel Schaden. Scheiße. Eieieiei. Okay, Hope. Heilen. Beschützen. Jetzt machen wir erstmal Augment. Erstmal stärken wir uns jetzt hier. Komm, leck mich doch. So. Jetzt müssen wir mal anders hier rangehen. Hier. Greift den dicken Snow an. Ihr sollt Snow angreifen. Verdammte Scheiße. Schutzsphäre. So. Heilen. Bitte. Erstmal einmal voll heilen. Also hinter dem Verteidiger macht er echt keinen Schaden. Eigentlich könnte man auch jetzt Hope angreifen lassen die ganze Zeit. Würden wir auch fast gewinnen. Aber irgendwie wird das wahrscheinlich dann 5 Jahre dauern. Der Kampf. Deswegen greifen wir jetzt hier erstmal die an. Und machen ihn jetzt bitte kaputt. Nein, der soll keine Mehrfachraketen mehr machen. Scheiße. Kam sie noch, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Mist. So. Ja, egal. Dann halt C. Wenn Hope da schon angegriffen hat. Er ist der Chef. Machen die viel Schaden? Irgendwie kriegt der jetzt... Boah, er kriegt fast gar keinen Schaden mehr mit Shell und Protest. Habe ich jetzt Shell und Protest drauf? Doch schon, oder? Müsste. So, mehrfach Raketen sonst wo. Ist mir egal. So, und den letzten Luftschützen, ey. Wee. Ziemlich coole Musik. Hört sich irgendwie bedrohlich an. Ja, guck mal, selbst gegen... Ja, ein bisschen Schaden machen sie, aber... Ich glaube, das überleben wir jetzt, wenn wir jetzt nicht mehr heilen, oder? Ja, doch. Das ist ganz schön knapp. Aber, ups, hat es überlebt. Eieiei. Die waren heftig. Die waren richtig heftig, die beiden. Drei. Nicht beiden. Alter Vater. Lol, da kommen sie direkt wieder. Alter Vater. Okay. Erstmal das Kristarium machen. Und was machen wir hoch? Können ja schon alles fast. Kann das sein, dass wir schon alles jetzt können? Nee. So, Hope. Erstmal den Heiler hoch, hatten wir ja gesagt. Der muss mal ein bisschen mehr Fähigkeiten haben. Kommen wir nicht zu, er leckt mich doch. Uiuiuiuiuiui. Kann ich in der nächsten Zeit hier mal wieder speichern? Keine Ahnung. Kämpfen wir erst nochmal hier. Kommt. Dann wird das heute halt eine längere Folge. Freut euch auch mal ganz drüber, ne? Okay, jetzt sind es nur 2. Okay, angenehm. Warum ist denn jetzt nicht der eine noch da? Oh, dann können wir ja mal versuchen, den jetzt schnell kaputt zu machen. Alter Vater. Oh. Scheiß Mehrfachraketen, ohne Mist. Heilen, 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 heilen. Oh, Hope. Oh, oh, und nein. Ach komm, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh geil, wo kriegen wir die ganzen Phönixfedern her? Wir hatten doch mal weniger. Kriegen wir durch irgendeinen. So, Attacke. Entstehen bitte. Komm. Greif an. Einmal nur. So. Okay, jetzt haben wir nur noch einen von den Nervensägen. Den kriegen wir jetzt auch noch hin. Ja, kannst du viele Mehrfachraketen draufschießen, wie du willst. Ich muss Hope jetzt aushalten. Okay, scheiß drauf. Ja, dann ist der jetzt halt tot. Oh, mit der FAP. Haha. Gerade ein bisschen lucky. Der auch die ganze Zeit nur mit Mehrfachraketen angreift. Das ist total unfair. So. Vielleicht sollten wir fast dieses psychische Plus, physische Plus jetzt drauf machen. Mal für Hope. Abwehramulett.
Hey. You okay? Leave her alone! Lassie, scum! Save the girl! Call the army! Don't you touch her! Protect Cocoon! Stand a chance. We can't fight that. I'm sorry. Time to go. Stop them! Empty those clips! Fire! Was denn das jetzt her, das Fliegeding? Krass. Krasser Scheiß. So, da sind wir wohl mal schön gebruch landet. You gotta stay ahead of them. We walk from here. Na dann. Geht's voran. Stadtteil Rivera. Palom Polom. Go, go. Da vorne können wir abspeichern und damit wäre es das dann. Jetzt haben wir die ganze Zeit die Kampfmusik oder was im Hintergrund. Oh, schön. Das wird lustig. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder einmal herzlich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Final Fantasy 13. Tschüss und bis dann. Haut rein.